Was geht YouTube und oh Baby, was für ein Tag, Freunde. Ich werde in diesem Video zum ersten Mal sehen, wie Peter Wright gestern für euch, heute für mich beim Players Championship Event einen Weltrekord aufgestellt hat, und zwar für den höchsten übertragenen Average aller Zeiten, Freunde. Peter Wright hat es einfach geschafft, einen 123,5 Average zu spielen. Und das muss ich einfach sehen, Freunde. Ich habe es mir extra nicht angeschaut, weil ich einfach so unglaublich Bock hatte, das mit euch gemeinsam anzuschauen, Freunde. Zur Feier des Tages, by the way, kann ich kurz was raushauen. Und zwar habe ich mir eine Aktion, ich überlege mir für jedes Video eine Aktion. Und ich weiß, es ist noch nicht Freitag. Und Freitag kommt trotzdem noch ein Video. Ich habe auf der Dartspool Instagram-Seite dazu einen Post gemacht. Da könnt ihr nämlich Fragen stellen fürs nächste Scorpion Darts FAQ. Das kommt nämlich am Freitag, weil das letzte Mal kam ja jetzt Gameplay und so. Ich habe mir gedacht, für die Aktion, weil Peter Wright das geschafft hat, gibt es für zwei verschiedene Sets, ich verlinke die euch in der Videobeschreibung, zwei Grammzahlen von Peter Wright Darts, 15% Rabatt bei Dartspool. 15% ist da echt nicht schlecht, ihr könnt ja mal draufklicken, ihr seht, wie viel das ist. Also wenn ihr Bock drauf habt, Peter Wright Darts auszuprobieren, dann könnt ihr das gerne mal abchecken. Ich glaube, Peter Wright hat die Darts zwar selber noch nie gespielt, nee, Spaß, aber ihr kennt ja also bestimmt seine Anwandlung, öfter mal die Darts zu wechseln. So, wir fangen mal die Geschichte folgendermaßen an, und zwar das hier war vorher der Weltrekord von Van Gerven, 123,4. By the way, ist dieses Video eines der traurigsten Videos auf YouTube, weil er nämlich bis zur letzten Sekunde, das ist unglaublich, bis zu diesem Leg hier 134 gespielt hat und er hat 6-0 geführt. Das heißt, zum 7, also das ist das geisteskrankste überhaupt. Und dann geht dieser Average, weil er dieses Leg verliert, dann noch 10 Punkte runter. Es ist so unlucky. Also das ist wirklich eins der krassesten Videos. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es auf jeden Fall gerne mal ab, Freunde. Ich verlinke euch die beiden Videos, die ich mir heute, also beziehungsweise das andere Video auch in der Infobox. Das wurde heute auf dem offiziellen PDC-Channel hochgeladen. By the way, auch ein sehr empfehlenswerter Kanal. Und ja, meine Freunde, also ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Wir gucken uns jetzt an. Das Ding geht auch nur 12 Minuten 39 und er hat gespielt gegen Christoph Ratajski. Christoph Ratajski ist zurzeit mit ganz, ganz großer Sicherheit einer der besten Dartspieler der Welt. Der Typ ist so eine Maschine, das ist nicht mehr normal. Und Peter Wright hat sich gedacht, heute wird der Polish Eagle abgeschossen, weil Snakebite folgendes Spiel abgeliefert hat. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur davon gelesen und ich habe so heftig Bock, endlich zu gucken. Quarterfinals getting underway here at Players Championship 29. Vielleicht kurz dazu, das ist Ratajski, by the way, kurz dazu, die kommentieren halt schon im Hintergrund, deswegen werde ich es mir jetzt einfach anschauen, hin und wieder mal was dazu sagen, aber ich werde jetzt nicht auf Krampf hier dauernd Pause drücken oder so, weil ich einfach auch Bock habe, das Ding zu genießen. Also ich werde manchmal Pause drücken, weil ich will auch nicht gleichzeitig reden mit den Kommentatoren da und ich sehe mich auch nicht als Dart-Kommentator und nicht, als jemand denkt, oh, was kommentiert ihr jetzt hier, ist ja richtiger Boxen geworden. Nein, Freunde, ich möchte einfach das Spiel mit euch gemeinsam genießen und euch sagen, was ich wie empfinde. Und ich habe mich hier unten in die Ecke geschoben, weil hier ist immer das Board. Ja. I'm between Ausbullen. Wahrscheinlich trifft Wright auch noch jetzt beim Ausbullen. Achso, okay, gut. Peter Wright hat davor schon ausgebullt. Okay, dann Ratajski fängt das Spiel also an. Ach, okay, jetzt verstehe ich. Wright hat davor auch 25 getroffen. Dies hätte ich mal aufgepasst. Jetzt Vollbull wäre natürlich noch perfekt. Alleine Ausbullen dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und dieses ganze Spiel geht ja auch nur 12 Minuten 39. Also wenn allein Ausbullen jetzt schon eine halbe Minute davon dauert, können wir uns ungefähr vorstellen, was Peter Wright da gleich abzieht. Ich freue mich so krank. Outside. Er muss nur Single Bull machen, um anzufangen. Bullseye. Okay, Ratajski fängt an. Da wusste er leider noch nicht, was gleich passieren wird. Ratajski ist so underrated, glaub mir, der ist so ein Monster. Erster Dart natürlich in der 60, wo auch sonst. Zweiter Dart natürlich auch, wahrscheinlich 180, oder? Oh. So, Leute, das möchte ich jetzt mal kurz festhalten. Ich glaube, der beste Average, den ich jemals gespielt habe in einem Leg, waren 13 Darts und das ist so roundabout, ja,
Was ist ein 13er nochmal für ein Average? Da wird mal ganz kurz hier der Taschenrechner rausgeholt, Freunde. Das machen wir jetzt mal live im Video hier. So, ich schiebe den jetzt mal hier hin, da könnt ihr den sogar sehen. Perfekt, ne? Da, ich bin ja vorbereitet hier, das ist der absolute Wahnsinn. So, 501 geteilt durch 13 mal 3 ist ein 115er Average für ein Leg, ne? Das beste Leg, was ich jemals gespielt habe. Und wenn man sich mal überlegt, er fängt jetzt hier an, okay, und die erste Aufnahme ist eine 125, zwei Triple. Zwei Triple dauerhaft zu treffen ist geisteskrank. Und diese Aufnahme ist dann sein Average später. 1,5 Punkte weniger, okay, aber wie krank. Nur um das mal einzuordnen, was es bedeutet, so ein Average zu spielen. Ratajski ist so ein abgezockter Typ. 137. Der zeigt kaum Emotionen. Brendan Dolan. If both Price and Ratajski win their quarterfinals, they will clash in the semis. Ach ja, Brandon Dolan hat das Turnier sogar gestern gewonnen. Richtig krass, gönne ich ihm total, weil der Typ ist einfach, dem gönnt man das einfach voll, wenn er gut spielt, finde ich. Und er hat auch Peter Wright dann die Runde danach rausgenommen. 100. Eine 100. Ist 23 Punkte unter dem Average am Ende. Ich will nicht wissen, was die nächsten 10 Minuten hier passiert. Ich will es nicht wissen, wie krank das wird. Ian White facing Joe Cullen in the top half of the draw. We've just 133. seen White survive a match start before beating Jose de Souza. Daryl Gurney is hoping to Diese 1 ist win, ja. but he's going to have to get over Guck mal, the line bis jetzt before ist. Also. Field camp first. That is five apiece. 78. Alter. Er muss gleich so alles ausgleichen, dieses Lag. Dieses Lag ist schon krank unter seinem Niveau jetzt quasi. Das ist der Wahnsinn. Ich kann es nicht verstehen. I can tell you that 40. Ron Muhlenkamp is about to get match starts in that match against Daryl Gurney. Das muss eigentlich 180 werden. And he has taken that opportunity. A 12 darter in the last leg decider. Wobei er Muhlenkamp logischerweise natürlich auf Triple 18 für him Doppel 12 geht mit dem letzten, aber move into the quarterfinals. And here 32 Rest. Dave Chisnall. Here. Er verpasst es halt, weil Double eight. sonst wäre das nicht möglich, dass es ein 6-0 84. ist. An opportunity for Wright to break immediately. The last match in the stream, we didn't have a break in 11 legs. Alter, wir müssen uns auch kurz noch vor Augen führen, dass auch die Doppelquote so geisteskrank sein muss, weil dieser Dart muss eigentlich jetzt rein, weil jeder Dart, der nicht das Doppel trifft, bringt ja 0 Punkte. Das wird ja auch noch dazu gerechnet zum Average, ne? Alter, das ist so krass. Es ist der Wahnsinn, echt. Und wer übrigens Players Championships nicht kennt, die finden, ich glaube, insgesamt gibt es da. Das war jetzt das 29. Turnier, ich glaube, oder das 28., ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, um die 30 Turniere pro Jahr. Werden immer Samstag, Sonntag gespielt. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel jetzt Montag, Dienstag und normalerweise Dienstag, Mittwoch. Und da sind auch alle Guten dabei. Also das kennen halt viele nicht, weil es nicht mit diesem krassen, lauten Publikum im Hintergrund ist und so. Ich weiß, viele von euch wissen das, aber für einige ist es halt so komplett Neuland und deswegen will ich euch natürlich auch mitnehmen. Und deswegen nochmal kurz zur Einordnung. Also diese Turniere sind auch mega, mega. Also vom Niveau her geisteskrank, teilweise besser als im TV, weil du hier halt die Ruhe in dem Raum hast und so. Ich kann es total gut Game gucken. just Ist one, natürlich drin der had a Dart. break in the very first leg. Bisschen ASMR hat das, finde Wright, ich. who has Diese Darts zu klackern. averaged over 100 for the afternoon so far, he's beaten Wessel Nyman 6-0, an average of 106 in that one for Snake Bites. He then defeated 140. Madis Rasmar, Mervyn King und Johnny Clayton. Er sagt gerade davor, hat ein After a 106er Average disappointing gespielt. World Grand Prix Was auch campaign for geisteskrank ist. Peter Wright, losing in the second round to Jermaine Watermaier. 84. It has been a year of great promise for Peter Wright that hasn't really Muss turned eigentlich 95 into werden. Oh, 55. guck mal, 55. Das heißt, jetzt muss wieder eine 180 eigentlich schon fast kommen. Event here in Barnsley and the World Cup of Darts, a World Series event as well, but those Pro Tour events were just before 177. Aua. Oh, krasse Aufnahme von Ratajski. Oh Gott, 21? Is Peter Wright going to add to that? 78? Ja, das ist stark. Major title that he won at the UK Open a couple of years ago. In the coming weeks, we've got five consecutive
televised tournaments coming up weekend after weekend. 60. The Grand Slam, of course. Another full week of darts. The next one is a Champions Triple 17. League. Peter Wright. Natürlich. 131. Will be part of that. Stellt sich 40. Nach 12 Darts. Already in this quarter final, he's looking like das könnte einer dieser 13 Darter sein, von denen ich gerade gesprochen habe. Was macht Tatajski? Warum drückt er die Schulter auf einmal so? Ja, 13 Darter. Bestes Leck, was ich je gespielt habe, hat er einfach mal so gespielt. Scheiß drauf. Und jetzt ist der Average noch nicht mal ansatzweise da, Leute. Also jetzt wird der nochmal Gas geben wie die Feuerwehr sozusagen. The winner of this will go over to Streaming Board 2 for the 100 semi-final. Facing either Gerwin Price or Brendan Dolan. Here on Stream 1 we'll have Alter. White or Cullen against Muhlenkamp or Chisnell. 180. Natürlich. 14th maximum score of the afternoon. In contrast... Auch bärenstark. Auch krank. Unter so einem Druck zwei Triple immer zu treffen, ist der Wahnsinn. Vier Perfekte. Fünf Perfekte. Sechs Perfekte. Also hätte sogar die Chance auf einen Neuner. To leave the 141, the Holy Grail, on offer for Peter Wright. 94. 60, the first port of call. Unlucky. Aber er stellt sich safe in ein Dart Finish, oder? Nee. 60. 81 Riss. A 9 Dart attempt thwarted by a big fish finish. Nach 9 Darts 81 Riss. Das will ich mal haben, ey. Einmal will ich das mal haben. In a match in the Premier League 96. Last year, Michael van Gerwen on the receiving end from Gary Anderson. Triple 19, Doppel 12, als ob es nichts wäre, zum Elfer. Natürlich. Game show. Just to prove he would have completed the combination, had he found the treble 20. Peter Wright takes out 81 in 2 to lead. Wright fängt an. And it has an average of 119 at this point. 119er Average bis zu dem Zeitpunkt, also geht also noch hoch. Er spielt ja schon perfekt. Ein Elfer. And rising. Natürlich 180. 180. And rising. Wie macht es Wright? Er spielt solche Speere als Dart und fasst nur mit zwei Fingern an. Ihr seht es, er fasst erst mit drei Fingern an und der Mittelfinger geht dann auf einmal hoch. Achtet mal drauf. Wie kann man solche Speere mit einem Finger werfen quasi? Achtet auf die Hand und jetzt ist er weg, der Mittelfinger. Carry on, Peter. Er fängt jetzt nicht wieder mit nochmal... Oh, wie krank ist es eigentlich? Peter Snakebite Wright has left 141. Hat Heißig gegen sie auch so, Mann, oh Mann, ey. After half a dozen darts. 58. Gucken, ob er diesmal 7 perfekte macht. Not scoring anything other than 180. Can he complete the 141 combination this time? Unlucky. This time it's too low. Well, trial and error, Peter. Just go 180, 180 in the next leg and you're gonna get it right. 41. Unlucky. 41 nur. Da muss er jetzt 100 wieder ausmachen. Und Ratajski denkt sich so, Mann, ey. 60. Ratajski wirft die Dinger aber auch schon weg. Der weiß, er gewinnt das nicht. Ich habe ihn noch nie so spielen sehen. Also, dass er sich schon so aufgibt irgendwie. Muss mit zwei Darts eigentlich sein zum nächsten Elfer. Natürlich. Game Shop. Oh. Was macht mich eigentlich traurig? Weil ich weiß, ich werde nie so gut sein. This is remarkable. Ratajski cannot live with this. Ist einfach schön. Michael van Gerwen, Phil Taylor Hybrid. Unten die Anzahl kommt gar nicht klar. Also neues Leg jetzt. Peter Wright hat 501 Rest. Well, here's the first of two 180s in this leg. Mhm, natürlich. Natürlich. Stop it, man. Stop it. Krank. What on earth is happening? Er sagt auch schon, was passiert hier. Ich finde die Kommentatoren, by the way, sehr gut. Let's hit 5 180s on the spin. 177. 177, the response from the Polish Eagle. And the run comes to an end. Rubbish.
97. 97 natürlich. Kratzewski wird über die 19 spielen. Ich weiß besser als der Spotter. Incredible spell of darts from Peter Snakebite Wright. 133. Couple of checkouts completed perfectly in two darts and the scores around them. Okay. 5-180s. Muss eigentlich 140 werden. Kratzewski ist sonst schon zu nah dran. Natürlich willst du 140. Mit einem Schritt zur Seite gehen auch noch, natürlich, ganz klar. In order to win a leg, Ratajski is going to have to take out shots like 132. Triple 19. So 57 for the bullseye. Unlucky. 64. This is for a third. Straight 11 dart leg. Als ob er jetzt nochmal einen Elfer spielt. Ratajski genießt richtig. Er kann auch ein 12er werden. 14 oder. Ich sage, er trifft Triple 14. Okay, dann macht, halt, macht er mit Bull aus. Das ist so krass. Absolutely incredible. This is zum 5-0, er kann es doch gar nicht. Es ist so unglaublich. Es ist doch unglaublich, ey. Mein Gott. Komplett nervös, ey. Under threat here. Er sagt auch gerade, es ist in Gefahr, der Weltrekord von Van Gerwen. Ich übersetze hier ein bisschen für euch, ne? 180. There are no words to describe this performance from Peter Wright. Da hast du recht. Hat er jetzt gesagt, sich schon so, Bruder muss los. 140. Ratajski würde mit dieser Leistung mich auch so zerstampfen. Und so geht er voll unter. Ich finde das so witzig. Been trying all match for the perfect leg. I think it's muss eigentlich 97 werden. Oder, ah, er hat auf Triple 17 geworfen. Highest average that we've seen in a player's championship event, certainly since we started recording the averages, is 120.71. 95. The record holder is Peter Wright. Ach, Wright hat vorher auch den Player's Championship Rekord gehabt, wusste ich auch nicht. Winning against Rob Cross in 2017. That is liable to go here. 140 wahrscheinlich, oder? 140. Wenn er jetzt noch ein 12er spielt. In the next visit, that average will go. 137. Macht doch jetzt nicht 124 aus, oder? And it's on. Has to go the 14 route. Oh mein Gott, er nimmt Ratajski auch noch die Ehre, weil er ihm die 129 nicht zutraut. Das hat er, das sieht man daran, er ist auf Triple 16 gegangen, normalerweise ist er über 14 safe für Bull, habe ich euch auch schon mal erklärt, habe ich mich by the way selber in meinem letzten Gameplay-Video nicht dran gehalten. Aber er hat Doppel 8 Rest jetzt. Boah, Ratajski denkt sich so, nein. Das erste Mal, dass ich Ratajski lachen sehe in meinem Leben. Er kann es gar nicht glauben. Ratajski hat so eine Zahl noch nie gesehen. Incredible performance. Ratajski is pointing at the average. Peter hasn't even looked yet. 124, Peter. Right, tut so, dass ihm egal, wahrscheinlich ist ihm egal, oder? Well, what's up? Jetzt sieht das selber. Peter Snakebite. He's through to the semi-finals, but this is an absolutely magical moment. Ratajski talks in Krank. Three. Peter Wright. Well, all we can say is well done. Der Schreiber freut sich auch, alle freuen sich. Ich schwöre, da kann man sich auch nicht, wenn man da verliert, was willst du da machen? Da kannst du dich auch noch fühlen mit Freunden. Geiles Video, Alter. Das hat so Bock gemacht anzuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Checkt das Original nochmal ab, wenn ihr mein Gelaber nicht ertragen wollt. Und holt euch die Darts mit dem kleinen Rabatt, den ich euch da reingeballert habe. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was heute beim Player Championship passiert. Haut rein, Freunde. Wir sehen uns Freitag. Außer passiert noch ein Weltrekord heute, dann vielleicht auch vorher.